Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist wieder euer Tastenhauer zurück in Humankind mit den Mexikanern. Und hier ganz am Südende des neuen Kontinents, der neuen Welt, ganz weit südlich von Mexiko-Stadt, da wo der Hafen hier gebaut wurde, wenn mich nicht alles täuscht, dort haben wir ausgewählt, die Freiheitsstatue zu errichten. Und die befindet sich im Bau, noch zwei Runden dauert es. Und dann werden wir dieses Prunkstück hier demnächst bewundern können, das uns einen richtig ordentlichen Schub nochmal an Geld- und Wissenschaftseinnahmen bescheren wird. Ein bisschen Stabilität natürlich auch, aber vor allen Dingen wird das unseren Technologiefortschritt wesentlich beschleunigen. Derzeit 5 Runden pro Technologie. Das zieht sich hier noch ganz schön lang in die Länge, hätte ich gesagt. Also hier Stadtplanung, Verbrennungsmotor, Luftfahrt, Radiotelegrafie, Grabenkrieg, das dauert alles noch, bevor wir hier in Richtung Gegenwart kommen und dann allmählich auch mal überlegen können, wie es mit unserer Kultur dann weitergehen soll. Aber wie gesagt, das sind noch einige Runden, die das dauert. Wir warten jetzt erstmal auf die Freiheitsstatue und ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, wir könnten mal unsere Flotte allmählich vergrößern und modernisieren. Wir haben hier so große Einnahmen, dass wir uns das locker leisten können. Zunächst einmal haben wir ja aktuell diese frühneuzeitlichen, beziehungsweise so, ja, das sind eigentlich Kriegsschiffe, die so am Umbruch der Zeit zwischen früher Neuzeit und Industriezeitalter stehen, die wir jetzt aber schon durch eine Technologie zu einem Panzerschiff verbessern könnten, also einem Schiff so für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts quasi. Und dieses Schiff, das hier irgendwie der, weiß auch nicht, warum der Grafikbildschirm jetzt hier so wackelt. Dieses Schiff ist ein Binnenmeer-Mastodon, hat also eine wesentlich höhere Kampfkraft in Küstengewässern und hat auch 2 Bewegungspunkte weniger als die Kriegsschiffe. Das bedeutet also, dass wir effektiv an Mobilität unserer Flotten ein bisschen einbüßen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen stärker darauf achten, dass wir jetzt Flotten zusammenstellen, die ja überall möglichst hier stationiert sind, um alle wichtigen Städte und deren Häfen hier beschützen zu können. Und das bedeutet für mich auch, dass wir viel, viel bauen müssen an neuen Schiffen und uns Gedanken machen müssen, wie wir diese Schiffe dann in Flotten zusammenstellen. Hier oben haben wir zum Beispiel die alte Handelsschutzflotte alter Karacken. Die können wir auch aufwerten, allerdings zu Dampffregatten. Die wiederum haben auch nur 6 Punkte Reichweite, sind ja auch so eine Art Übergangstechnologie, möchte ich fast sagen. Und und die können wir natürlich jetzt auch teuer aufwerten. Dann haben wir hier zum Beispiel 5 von 8 Plätzen frei. Die Frage ist, wie wollen wir diese neuen Flotten bestücken? Wollen wir sie voll bestücken? Wenn ja, wie? Das wird dann sehr, sehr teuer. Ihr seht, derzeit kostet uns die Einheitenunterhaltung insgesamt 100 für diese eine Flotte. Das wird wesentlich ansteigen. Wir werden mal einmal diese ganze Flotte hier aufwerten. Und dann seht ihr, wie sich hier die Kosten verdoppeln auf 200. Das ist natürlich jetzt 100 pro Runde, ist jetzt noch nicht ganz so schlimm. Aber wenn wir dann mehrere Flotten errichten, das wird sich schon ein bisschen niederschlagen. Von daher, ja, ist das jetzt einfach ein Thema. Ich hätte jetzt einfach stumpf gesagt, für mich wären 5 Dampffregatten und 3 Panzerschiffe so die Idealzusammenstellung, die ich mir vorstelle. Dann würde ich die erste Flotte der neuen Welt, das kann ich nicht schreiben, das ist zu lang. Dann machen wir daraus einfach die erste Flotte und peng. Genau, dann stelle ich die schon mal auf und die sollten, tja, wo sollten die jetzt hin? Die können jetzt hier oben, finde ich, erstmal stehen bleiben. Es ist jetzt hier ein bisschen, muss ich jetzt mal gerade gucken, Mexiko-Stadt, wo haben die ihre Häfen hier oben, ne? Startpunkt der Einheiten. Da können wir ja schon mal 3 Panzerschiffe hier konstruieren. Für die Zukunft. In 62 Runden. Das dauert alles noch so lange. Ich glaube, wir müssen gleich viel mit Geld arbeiten, dass wir das hier beschleunigen, die Produktion. So würde ich das aber hier machen. Dann hätten wir hier die erste Flotte, die dann hier oben zusammengestellt wird. Die zweite Flotte, die gehört ja eigentlich auch zu Mexiko-Stadt mit dem Hafen hier dazu. Da ist eigentlich der Hafen, nicht hier, wo die Freiheitsstatue steht. Da würde ich gerne eine zweite Flotte machen, weil das ja auf der ganz anderen Seite des Kontinents liegt, aber auch wichtig ist zu schützen. Da hätten wir dann
immerhin ein Panzerschiff. Heißt, wir brauchen nur noch zwei plus nur noch zwei Panzerschiffe und fünf Dampfregatten. Na, herzlichen Glückwunsch. 1, 2, 3, 4, 5. Bauwarteschlange 28 läuft. So, in Königsberg ist die Situation jetzt auch ein bisschen komisch, weil da haben wir ganz viele Häfen. Ich würde sagen, da brauchen wir eigentlich meiner Meinung nach zwei Flotten. Einmal hier im Süden und einmal hier im Westen. Das heißt, wir bräuchten sogar das Doppelte dann, ne? Also 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Die Bevölkerung haben wir ja locker dafür übrig, darum geht's nicht. Aber ja, die Bauwarteschlangen werden nicht kleiner. Naja, schauen wir mal, wie wir das auf Dauer dann regeln. Und in Danzig haben wir zwei Häfen hier, allerdings nur im Osten. Wir könnten uns noch im Norden hier so einen Hafen sichern. Aber das muss nicht sein. Ich würde sagen, eine Flotte reicht hier aus. Auch das wird aber seine Zeit noch dauern. Dann haben wir die neue Welt schon mal ein wenig bestückt für die Zukunft. Ja, die alte Welt hat jetzt hier eine Flotte bei Memphis und Theben. Die werden ja sowieso zusammengelegt. Die können auch hier schon mal zu Dampf, zum Panzerschiff hier umgebaut werden. Ich will immer Dampfschiff sagen. Wegen der Dampfregatte. So, und dann brauchen wir zwei weitere. 1, 2, 3, 4, 5 Dampfregatten. Für diesen Hafen hier. Der ist damit auch noch abgesichert. Ich glaube, das sollte dann auch zunächst mal reichen. Athenai wird allerdings, ja, wird allerdings wahrscheinlich auch zwei Flotten brauchen. Und zwar, ich würde sagen, tatsächlich eine Flotte irgendwie hier, die dann eventuell hier hoch kann, und eine Flotte in diesem Bereich. Also zweimal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir werden jetzt mal richtig die Kosten hier rausblasen. Und in Alexandria haben wir ja auch einen Hafen hier unten, der sollte auch eine Flotte. Haben wir einen Hafen? Warum ist hier keine Möglichkeit? Ach, weil wir nur einen Hafen haben können, ist automatisch hier der Einheiten-Spawn-Punkt hier unten, ne? Das ist, glaube ich, automatisiert dadurch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt hat auch Alexandria hier seine Flotte in Auftrag bekommen. Das wird natürlich alles jetzt noch super lange dauern. Da müssen wir jetzt einfach warten und beenden erstmal diese aktuelle Runde und stehen damit kurz vor der Vollendung der Freiheitsstatue. So, aber auch solche Sachen müssen mal geregelt werden. Solche Modernisierungen sind dann schon ganz, ganz wichtig, während hier wieder Bevölkerungsveränderungen deutlich werden. Na klar. So, hier haben wir ein Schiff der Venezianer. Eine Saboteurseinheit läuft hier rum. Gut. So. Wir können aktuell nicht viel tun. Forschung ist jetzt bald wieder Elektrizität fertig, aber ansonsten warten wir auf die Fertigstellung. This new power will impact every aspect of society, from public safety to industrial production. Change is coming. Jawohl, der Wandel ist da, der Fortschritt kommt. Elektrizität wurde erforscht. Die Elektrizität wurde von Visionären entdeckt, die mit Metallen experimentierten. Aber selbst sie konnten ihre Wirkung auf die Welt nicht erahnen. Dadurch werden elektrische Kammern freigeschaltet. Die Marktviertel, Produktionskosten verringern sich um 20%, sehr schön. Es gibt Kohlegeneratoren, Anlagen, die Strom durch Kohleverbrennung erzeugen, nutzen allen. Wir kriegen jetzt pro vorhandener Kohleressource, die wir abbauen, eine Nahrung pro Bauernviertel, ein Geld pro Marktviertel, einen Punkt Wissenschaft pro Forschungsviertel und einen Punkt Industrie pro Schmiedeviertel. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir dann drauf bekommen, das müsste aber irgendwo gleich stehen. Und wir haben als erstes die Elektrizität natürlich entdeckt, kriegen als Welttat hier nochmal einen Ruhmbonus. Und wir können ein neues Wunder beanspruchen, das wollen wir nicht. Wir sind knapp. Liberty is a towering symbol of unity and inclusion. Jetzt kommt hier alles. Kommt hier alles auf einmal. Wir haben die Freiheitsstatue gebaut, ein Kulturwunder. Schaut es euch an, liebe Leute. Ist das nicht wunderschön hier? Die Freiheitsstatue gibt uns neue Boni, eine schnellere Forschung. Das geht jetzt hier eine Runde schneller. Ihr seht, alles dauert jetzt nur noch 4 Runden. Das spart schon einiges dann an Runden wiederum ein.
So, wir haben ganz knapp zu wenig Einfluss für die Zusammenlegung von Theben und Memphis, glaube ich. Oh, das kostet jetzt noch mal mehr. Das ist teurer geworden durch unseren Fortschritt, glaube ich. Oder durch die Anzahl von Einheiten. Irgendwie wird das eingerechnet. Na gut, dann warten wir weiter. Dann sparen wir weiter Punkte an. Warum nicht? Das wird uns jetzt nicht ablenken. Wir haben eine Feldhaubitze gebaut für unsere Armee hier. Dann würde ich sagen, die Armee lassen wir dann auch hier mal in der Garnison dann stationieren. Nächste Runde kommen dann noch die Dragoner dazu, um die Armee zu vervollständigen. So, die Haudenosaunee sind jetzt auch im Industriezeitalter mit den Italienern angekommen. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Es gibt hier Handelsnachrichten über Ressourcenverkauf an die Venezianer, an die Perser, an die Ming-Chinesen und nochmal die Venezianer. Und eine Zerstörung von Handelsrouten mit ganz vielen der Venezianer und Italiener, die jetzt ja auch Nachbarn sind, glaube ich, ne? Sehr, sehr interessant. So. Also, gucken wir uns das mal an. If you seek the greater good, then I would know you better. Tilbrook hat uns jetzt hier die Uniformspiegel verkehrt geklaut. Ist das... Das ist ja wirklich so. Die ist ja, oder? Ist das spiegelverkehrt? Nicht ganz. Die sieht ein bisschen anders aus, die Uniform. Aber man könnte meinen, sie hätten denselben Boteberater gehabt. So ähnlich sehen diese beiden Uniformen aus. Ja, der gute Tilbrook hier als Industrie im Industriezeitalter angekommen. Hier nach wie vor stark auf Platz 2 vertreten. Der wohlwollende Pazifist, der von uns verängstigt wurde. Interessant, also sie jetzt hier als Italiener unterwegs. Und die Venezianer auf... Nee, ihr nicht, ihr seid nicht die Venezianer, ihr. Ach, die sind erst in der frühen Neuzeit. Okay, die haben nämlich schon 4 Sterne. Das wollte ich nochmal nachgucken. Gut, hier gab es wieder Bevölkerungsveränderungen, die sind aber nach wie vor nicht wichtig. Ich muss sie trotzdem wegklicken, weil ich irgendwie eine Zwangsstörung damit habe, dass ich das nicht so stehen lassen will. Aber, naja. Gut. Was sagte er? Remaining Forces irgendwas? Irgendwas Englisches? Na gut. So, hier sind jetzt auch kleine... Ja, überlegt euch mal, die haben noch Quadriremen und wir kommen hier gleich mit irgendwelchen Panzerschiffen um die Ecke. Das ist schon... Es ist schon klar, wer hier das Spiel am Ende gewinnt. Da müssen wir uns hier, glaube ich, keine großen Gedanken drum machen. Aber ich finde, es ist trotzdem noch anregend, weiterzuspielen, weil man natürlich jetzt hier sich bestimmte Errungenschaften noch freischaltet und bestimmte, bestimmte Meilensteine, die eben von unserer Kultur jetzt hier befördert werden können. So, wir haben Ästhetenstern nochmal erhalten, damit... sind wir mit den Epochensternen, glaube ich, fast am Maximum. Es gibt nur noch einen Wissenschaftler und einen Ästhetenstern, dann haben wir alles auf 3 Sterne hoch. Das ist natürlich unsere Epoche hier, das Industriezeitalter mit Abstand. Ja, wir können eine neue Epoche wählen, das weiß ich, liebe Leute, das will ich aber trotzdem erst später machen, weil wir wissenschaftlich noch gar nicht so weit sind. Wir sind gerade mal bei der Guerilla-Kriegsführung, um unsere emblematische Einheit mal fertigzustellen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Neuer Zugang wurde sich erkauft. So, ich wollte jetzt nachgucken, wie stark diese Produktionsauswirkungen sind. Schmiedeviertel, gucken wir mal her. Elektrizität plus 4 Industrie. Genau, das müsste ja hier kongruent sein mit 4 Kohle. Das heißt, jedes Viertel bekommt jetzt 4 Bonuspunkte für jede Stadt. Das ist schon richtig krass. Also auf jedem Bauernviertel, auf jeder Hacienda bekommen wir den Bonus. Das ist natürlich richtig übel. Auf jedem Forschungsmarktfeld und Schmiedebezirk, das ist echt heftig. So, ihr bleibt dort mal stehen. Ihr geht hier in eine passive Stellung. Und ihr verbindet euch hier zu einer großen Armee, während Memphis jetzt hier noch eine Linieninfanterie baut, um, glaube ich, hier die Stadt zu beschützen. So hatte ich das geplant, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, aber ich glaube, das passt. Gut, das war Runde 246. Also es geht jetzt hier mit wehenden Schritten voran.
Warum ist das hier zu einer Religion konvertiert? Christenheit? Warum waren die denn vorhin Animismus? Sehr merkwürdig. Habe ich nicht ganz so gecheckt, um ehrlich zu sein. Ja, also es gibt eigentlich nur die Christenheit und es gibt noch ein bisschen den Mykener-Schamanismus hier von den ehemaligen Mykenern, die jetzt ja als Polen hier unterwegs sind. Aber das war's. Ansonsten gibt es nur noch die große, große Christenheit hier auf der Welt. Das ist ja auch merkwürdig. So, die Italiener haben richtig teuren Zugang bezahlt zu Salpeter. Ja, wir haben jetzt hier richtig viel Geld. Ich denke, wir können bestimmte Produktion und Bauaufträge doch hier mal stark beschleunigen. Wo haben wir denn hier die längsten Warteschlangen? 20 und 80 Runden. Ich vergleiche das mal. Übrigens, die Eingemeindung wird immer teurer und teurer. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch daran liegt, dass Theben hier neue Infrastrukturen bekommt, dass das deswegen teurer wird, oder? Ich probiere mal das aus, hier schnell fertigzustellen, die Bank. Ob jetzt die Eingemeindung teurer geworden ist? Ich glaube nicht. Oder? 29,3. Doch. Es wird immer teurer, umso mehr in der Stadt hier fertiggestellt wird. Ja, wisst ihr was? Dann sollten wir hier eigentlich gar nichts mehr bauen. Denn sonst kommen wir ja niemals auf den Wert, um die einzugemeinden. Das ist ja natürlich jetzt richtig schade. Da müssen wir mal alles hier abstellen. Leider auch die Schiffe, denke ich auch. Ich denke, die werden auch dagegen zählen. Dann ist die Frage, was wir hier überhaupt bauen können. Irgendwas muss man, glaube ich, auswählen. Da gibt es ja hier diese Möglichkeiten mit Festspiel etc. Einflusspunkte zu generieren. Dann machen wir das mal. So, dann gab es hier diese Bevölkerungsnachrichten. Ups, die aber wieder standardmäßig sind, eigentlich ja total unwichtig. So, diese Armee muss jetzt hier einmal raus. Die ist jetzt hier falsch positioniert worden von mir. Bewegt sich dann weg und die können damit jetzt sich zusammenschließen, hier eine volle Armee zu bilden. Das wird jetzt hier einfach mal die zweite Armee. Armee 2 nenne ich die jetzt mal. Einfach so. Das hier ist die Kavallerieverstärkung. Hier oben. Ja, Feldarmee 1 hatte ich die hier genannt. Dann nennen wir die auch Feldarmee 2. Dann bleiben wir mal in der Benennung hier kongruent. So. Und hier oben sind noch weitere Armeen, die eigentlich auch hier aufgestockt werden müssen. Verteidiger, Feldarmee 3, Feldarmee 4. So, aber wie ist meine einheitliche Benennung hier? Ein bisschen Bürokratie muss ja auch sein. Feldarmee 5. Und damit haben wir es geschafft von 1 bis 5. Wir haben jetzt also 5 Armeen, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, nichts vergessen habe. So, was mir auch aufgefallen ist übrigens, die Venezianer, die kämpfen jetzt hier die ganze Zeit gegen die Schotten, weil die Schotten aggressiv sind. Und solange man nicht auf einer Schwelle zu tolerant hier beim Mäzenatentum gekommen ist, und das sind die Venezianer hier noch lange nicht, werden die immer wieder aggressiv von ihren Nachbarn jetzt angegriffen. Aber das juckt uns, denke ich mal, wenig. Da haben wir jetzt hier nichts mit zu tun. Die Venezianer sind auch keine Feinde von uns. Das belassen wir dann dabei. So, wir wollten aber noch weiteres Geld für Produktionen ausgeben. Hier oben Königsberg hat auch eine riesen Warteschlange. Vor allen Dingen wegen den Schiffen. Aber das kostet natürlich jetzt extrem viel, das schnell fertigzustellen. Ich mache es trotzdem mal. Wir sehen, wir kommen von 5 Nahrungsüberschuss auf 52 damit instant rauf. Ich werde dann jetzt hier einfach mal ein paar Projekte hier beschleunigen. Das kostet viel zu viel. 33.000 habe ich natürlich nicht. Düngerproduktion kann ich hier aber noch beschleunigen. 9.000. Dann haben wir hier schon mal die Warteschlange wieder ein bisschen verkürzt. Da gucken wir mal, ob wir das... Memphis haben wir ja... Nee, Memphis. Nein, ich habe die falsche Stadt ausgewählt. Ich habe in Memphis alles abgebrochen und nicht in Theben. Oh, ja, gut.
Also, die sollten hier Festspiele kriegen. Das ist natürlich frustrierend. Das habe ich verkackt. Mist. Und ich habe jetzt hier auch irgendwelche Viertel abgerissen. Da muss ich mal offscreen nachschauen, welche das waren. Das wird jetzt hier ein bisschen Aufwand werden. Solange gibt es jetzt hier die Infrastrukturflut. Und die Schiffsflut muss ich dann auch noch einstellen. Ach mein Gott. Naja, das wird jetzt hier noch ein bisschen dann entsprechend dauern. Theben bekommt jetzt das. Alexandria könnte mal die Bank fertigstellen für 7000. Das haben wir locker auf der Tasche liegen. Und hier oben bei Athenai stellen wir für 10.000 noch die Universität hier fertig. Wunderbar. Dann kommen sie jetzt zu den Bastionen. Und hier drüben gibt es mehr Produktion, mehr Wissenschaft im Forschungsviertel dadurch. Aber es dauert immer noch 4 Runden für jede Forschung. Trotzdem Wissenschaftsgesamtpunkte. Der Gesamtpunktemenge von 6.000, also ihr seht, das ist noch immer sehr, sehr viel, was hier benötigt wird. Okay, beenden wir diese Runde und schauen uns das mal genauer an. So, die sind unterwegs nach Memphis, marschieren irgendwie jetzt über Süden, ich weiß nicht warum. Man hätte sie natürlich jetzt auch verlegen können, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, über die Bahnhöfe. Das muss ich mir in Zukunft mal merken. So, neue Ressourcen, 60 Zugang zu Weihrauch über die... durch die Ming-Chinesen. Bevölkerungsverlust. Dann was ganz Interessantes. Es gibt einen neuen Groll. Die Italiener... Von den Italienern könnten wir das hier fordern. Das werden wir nicht machen, liebe Leute. Mit den Italienern habe ich keinen Groll. Na gut. Okay, dann haben wir zumindest hier die Beziehung stabilisiert. Es gab wieder Bevölkerungszunahmen und Abnahmen. Und wir haben, ja, jetzt doch nicht mehr ganz so viel Geld. Hier irgendwas beschleunigt fertigstellen wird, glaube ich, jetzt erstmal hier nicht gehen, diese Runde. Es ist alles viel zu teuer. Es wird, glaube ich, auch immer weiter skalieren, dieser Wert. Je nachdem, wie viel wir hier überall schon fertig gebaut haben in den Städten. Die Städte werden jetzt ja immer, immer größer, was Infrastrukturen und auch Viertel angeht. Düngerproduktion könnten wir jetzt hier in Memphis noch fertigstellen. Kommt, dann lasst uns das hier nochmal 2 Runden verkürzen. Ist die Warteschlange hier wesentlich kürzer. Und wir können dann bald hier mit den Schiffen dann hoffentlich mal loslegen. Wobei, das wird noch dauern. Es gibt natürlich jetzt, ich habe jetzt die modernsten hier gleich in die Anfangsreihe gestellt. Eigentlich sind das ja hier die ältesten. Dann lasst uns das doch mal... Eine Börse ist auch sicherlich früher dran. Lebensmittelmarkt ist noch was Uraltes. Die Bank ist noch älter, würde ich sagen. Und da kommen schon die modernen Sachen. Ja. Kohlekraftwerk werde ich hier nochmal hinstellen. Okay, dann machen wir das mal so in dieser Reihenfolge. Macht aber letztlich keinen großen Unterschied, glaube ich, was die Zeiten angeht. Ja. Dann beenden wir auch diese Runde. Wie gesagt, es geht jetzt hier zügig voran. Und wir haben jetzt endlich die Guerilla-Kriegsführung erforscht. Widerstandskämpfer nutzen das Gelände, das sie viel besser als der Eindringling kennen, um tödliche, überfallartige Angriffe zu starten. Dadurch gibt es jetzt Kriegsplünderungen. Die Industriekosten aller vorindustriellen Einheiten werden nochmal um 10% verringert. Wir haben Widerstand im Untergrund. Wird eine Stadt durch Feinde besetzt? Ich glaube, das wird uns in diesem Durchlauf der Kampagne nicht mehr passieren, aber gut. Sorgen diese Unruhestifter dafür, dass die Stadt ein Hemmschuh und keine Hilfe für den Besatzer ist? Minus 25 Stabilität von einem anderen Reich auf von einem anderen Reich besetzte Städte. Und das, was wir natürlich als emblematische Einheit haben, die Soldaderas. Diese weiblichen Mitglieder des Militärs nehmen an verschiedenen Rebellionen teil und sind in der Kunst der Guerilla-Kriegsführung äußerst bewandert. Tarneinheit, die auch beim Angriff getarnt bleibt. 30 Unterhalt und 49 Kampfstärke mit einer ordentlichen Reichweite. Jetzt geht es hier mit Mikrobiologie weiter, liebe Leute. Also die Boni werden größer hier bei der Produktion. Diese Soldaderas, kann man die aus irgendeiner Einheit aufwerten? Nein. Da kann man sich also überlegen, ob man die vielleicht anstelle von Linieninfanterie hier irgendwie noch in den Garnisonen stationiert. Während die Einheiten selbst hier...
Hier haben wir natürlich eine Armee stationiert. Haben wir hier noch eine Garnison? Ich glaube nicht, ne? In Memphis. Alexandria hat hier noch eine Garnison, die frei steht und hier unten auch. Also würde ich doch schon mal sagen, wir brauchen übrigens noch ein Kohlekraftwerk und wir werden dann hier einmal eine Einheit, na, zwei Einheiten Soldaderas ausbilden. Das werde ich auch hier schön nach vorne ziehen. Das ist mir hier am wichtigsten. Jetzt werden die wieder nach hinten gezogen. Das ist nicht meine Absicht. Das muss ich gerade mal einstellen. Schade wirklich, dass es hier keinen Button gibt, die automatisch nach vorne zu ziehen. Also das ist vom UI-Design echt ein Fehler, der sich hier rächt, finde ich, auf Dauer beim längeren Spiel. Das kostet unheimlich viel Zeit. So, da werden die jetzt hier in zwei Runden vermutlich oder ich weiß nicht wie lange fertiggestellt. Mal sehen. Soldaderas. Athenai hätte jetzt auch die Möglichkeit, hier welche reinzustellen. Da bauen wir jetzt auch mal eine Einheit. Wo haben wir sie? Wir haben jetzt neue Infrastrukturen. Rein damit. Alle rein damit und eine Einheit hier, die dann ganz nach vorne kommt vor die Manufaktur. So. In Memphis. Stellen wir mal gerade die Linieninfanterie raus, dass hier Platz frei gemacht wird, sonst können die nämlich nicht dort spawnen. Werden hier auch eine Einheit Soldaderas schon mal erstellen. Ach ja, wir haben jetzt ja hier auch keine neue Garnison mehr gebaut. Ich glaube, das war aber im Auftrag vorher mal drin, den ich jetzt rausgelöscht hatte versehentlich. Ne, hier auf dem Bahnhof will ich das nicht bauen. Da will er mir das immer anzeigen, dann nehme ich aber den Bahnhof weg. Das ist ja dumm. Das will ich auf keinen Fall. Wo baut man am besten noch eine Garnison dann hin? Wo ist ein strategisch vernünftiger Punkt? Ich denke mal, hier im Osten macht sich das noch ganz gut. Dann werden wir das aber vor die Soldaderas hier noch vorstellen. Das bedeutet, dass die wieder ganz nach hinten geschoben werden, oder? Ne, die werden jetzt auf den zweiten Platz geschoben. Das passt. Gut, dann haben wir das hier auch. Das Festspiel in Theben ist hier noch im Gange. Das wird noch getätigt. Können wir eigentlich die Soldaderas ebenfalls hier unten ausbilden? Perfekt, dann haben wir das hier auch. Und in der neuen Welt müssten wir das jetzt auch nochmal nachschauen, wo das möglich wäre. Ich glaube, da gäbe es auch Möglichkeiten. Hier ist noch ein freier Platz, sehe ich schon. Infrastruktur fehlt hier auch noch. Und dann eben die Soldaderas. Wieder einmal ganz nach vorne. Dann haben wir die hier schon mal in der Garnison stehen. Das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. So, Königsberg hat hier noch einen Platz frei. Kann man natürlich noch mehr Garnisonen später bauen, aber ich will jetzt erstmal hier nur die Soldaderas auf die Garnison verteilen. Mexiko-Stadt hat ja hier drüben noch einen Platz frei. Und dann müssen wir natürlich da gucken, dass wir mehr Garnisonen bauen, damit wir dann Einheiten wieder spawnen können. Sonst blockieren die sich ja leider gegenseitig. So, machen wir das hier. Okay. Gut, was haben wir noch für Nachrichten? Wieder einige Ressourcen verkauft. Die Italiener haben schon wieder ganz viel für Salpeter ausgegeben, Leute. Das ist eine super Nachricht. Kohle wurde auch wieder an jemanden verkauft. Wir haben Händler bei den Italienern, die haben sich hier einiges eingekauft. Können wir vielleicht auch noch gleich mal gucken, ob wir ein bisschen Geld ausgeben können für Handel. Denn es gab hier wieder eine Handelsunterbrechung. Hier gab es eine Blockade mit den Ming-Chinesen und die haben jetzt eine zögerliche Einstellung uns gegenüber. Ich glaube, die kriegen langsam auch Angst mit uns. Take a seat. So. They will call you in once I'm ready. Aber wir haben tatsächlich schon alles eingehandelt, außer die Strategieressourcen. Aber das bringt uns auch was, wenn wir die einhandeln. Holen wir uns das mal. Kupfer für 1500, das ist auch schon teuer jetzt. 1000 für Eisen, 400 für Eisen und 1172 für Pferde. Machen wir das mal. Dann haben wir hier schon einen ordentlichen Betrag ausgegeben bei den Italienern.
So, jetzt gibt es hier noch die Bevölkerungsveränderungen, aber ich denke, das ist soweit nicht mehr ganz so relevant. Ist aber schön, wenn man es weggeklickt hat, dann ist hier dieser springende Hinweis nicht mehr da. Das triggert mich irgendwie. Okay, liebe Leute, also, damit müsst ihr leider leben, dass ich das immer wegklicke. So, ich werde diese Folge beenden. Sie ist ein bisschen länger geworden als üblich, das macht aber gar nichts zwischendurch. Also, Soldaderas werden jetzt hier überall rekrutiert, um uns hier noch militärisch etwas abwehrfähiger zu machen, wobei uns, glaube ich, jetzt auch niemand mehr gefährlich werden kann. Flotten sind in der Planung. Wir haben jetzt kürzlich eben die Freiheitsstatue hier aufgebaut, errichtet, also das Symbol der neuen mexikanischen Freiheit. Und nächstes Mal geht es dann weiter. Bis dahin macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.